Vulkan. Viele hätten mit dem Sieg heute gerechnet. Ihr seid eine starke Mannschaft. Spielberg hat gerade Personalprobleme. 3:0 ist es ausgegangen. Hätte auch höher ausfallen können. Ja, wenn man das ganze Spiel betrachtet, am Anfang hätte man gedacht, dass das Spiel etwas ausgeglichener ausgeht oder ausgeglichener ist. Und wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, haben wir nicht wirklich eine klare Torschance zugelassen von Spielberg und hätten eigentlich, ich besonders, hätte eigentlich schon 3-4 Tore schießen müssen und hätte das Spiel schon früher entscheiden können. Jedoch, weiß nicht, war einfach ein schlechter Tag, aber bin trotzdem froh, der Mannschaft geholfen zu haben mit meinen 2 Toren und sind zufrieden, dass wir die 3 Punkte geholt haben und haben jetzt 40 Punkte auf dem Konto. Ich denke, so könnte es weitergehen beim nächsten Heimspiel gegen Oberachern. Du hast 2 Tore gemacht, sind dir anscheinend zu wenig, wie ich das höre. Ja, wenn man das ganze Spiel betrachtet, war ich schon verzweifelt, habe viele kleine Torchancen oder große Torchancen liegen lassen, wo ich eigentlich machen muss, wo eigentlich auch jeder trifft. Nur bei dem Platz war es heute schwierig. Ich will jetzt nicht auf den Platz die Schuld schieben, aber hätte 3-4 Tore schießen können, wenn nicht sogar müssen. Aber bin trotzdem zufrieden, dass ich 2 Tore geschossen habe und der Mannschaft geholfen habe. Wie hast du die Tore gemacht? Ich muss selber kurz überlegen, ein guter Pass von Luki in die Tiefe und haben mal festgestellt, dass der Torwart relativ früh auf den Boden geht und wollte dann eher über den Torwart chippen, hab ihn schlecht getroffen, aber kullert dann ins Tor. Das war das erste Tor und das zweite Tor, ein kurzer Doppelpass wieder mit Luki und habe ich gesehen, dass der spitze Winkel offen war vom Torwart, dann halb hoch ins Torwartdeck links, war zufrieden mit dem Schuss. Für euch geht es weiter mit dem nächsten Gegner, SV Oberachern. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Es war schon Hinspiel ein schweres Spiel mit einem guten Gegner. Sie stehen nicht da, wo sie eigentlich hingehören. Sie sind wahrscheinlich auch sehr unzufrieden mit der Saison, wie sie gerade verläuft. Wird ein schwieriger Gegner und hoffentlich wieder mit einem guten Ende für uns. Und ansonsten die größere Perspektive, die nach der Winterpause seid ihr recht gut gestartet. Ja, wir haben jetzt aus 2 Spielen 6 Punkte geholt, noch kein Gegentor gekriegt mit 6:0 Toren. Sind zufrieden mit dem Saisonstart. Wenn man in der Hinrunde sind wir ganz schlecht gestartet mit 4 Niederlagen. Und wir sind jetzt zufrieden, dass wir so gut gestartet sind. Wir sind heiß. Wir wollen immer alles geben und hoffen, dass wir im nächsten Heimspiel bei zahlreichen Zuschauern ein gutes Spiel abliefern und die nächsten 3 Punkte holen. Karin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.